So, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zur 100 Baby Challenge. Es ist gerade alles noch ein bisschen wüst. Ja. Wir bringen Alina bei, aufs Töpfchen jetzt zu gehen. Sie braucht sowieso ein bisschen Aufmerksamkeit. Wir haben hier beste Mom der Welt. Ich bin so froh, wenn sie größer sind. Jetzt schon. Nein. Wir müssen uns jetzt ernsthaft ein bisschen um sie kümmern. Und er bunkert wieder das Tablet bei sich. Ich glaube, ich brauche noch eins. So, wir bringen jetzt erstmal Alina ins Bett. Dann fangen wir mal mit ihren Fähigkeiten an. Kannst du dich mal bitte mal nicht aufregen gerade? Danke, das wäre voll toll. Dann ist sie jetzt bei der Mama, bekommt auch ein bisschen Aufmerksamkeit von der Mama. Was möchtest du jetzt? Aber wir können dir jetzt kein Geld geben. Bezahlen wir jetzt mal kurz die Rechnung und holen die Post. Und dann malen wir nochmal. Oh. Okay. Es sind einfach alle so sauer. Okay, er ist nicht mehr sauer. Er ist wieder sauer. Okay, er hat Hunger. Das war der falsche Pfannkuchen. Ich Doofkopf. So, das hier verkaufst du jetzt und dann gehst du schlafen.
Okay. Wir müssen uns gerade ein bisschen das Bett so teilen. Dass du jetzt nicht ernsthaft in die Windel gekackt, oder? Ich weiß es nicht. Sie hat einfach einen leeren Teller in ihrem Inventar. Er geht schon wieder Chaos anrichten. Ich finde es so süß, wie sie einfach. Entschuldigung, ich finde es so süß, wie sie einfach so rumprabbeln. Yes. So, wir machen. Ich glaube, wir machen aus ihm einen kreativen Kopf, weil er auch so viel Chaos anrichtet. Er ist ein ziemlich kreativer, glaube ich. Ich bin jetzt verdammt froh. Dass sie sich jetzt kein Bett mehr teilen müssen. Aber jetzt braucht er ja einen Kreativtisch. Ich brauche Platz dafür. So, wir nehmen den hier. Er ist gerade traurig. Er hat immer ein Level 3 der Sozialfähigkeit erreicht. Kannst du vielleicht... zuerst fertig kochen? Nein? Gut. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. So. Ich meine, er geht jetzt ja zur Schule. Das heißt, er ist dann morgens schon mal nicht da, wo sie dann ein bisschen sich um die Zwillinge kümmern kann. Ich will ja nichts sagen, aber eigentlich hast du... Ich finde es toll, dass du halt einfach... Wir reden nicht darüber. Sie fängt an zu kochen und hört einfach so mittendrin auf und stillt. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, irgendein Kind hat Albträume. Ich vermute, du hier. Alina hat Albträume.
Kannst du mal bitte hier bleiben? Du kriegst jetzt keinen emotionalen Ausbruch hier. Ich finde es toll, wie Alina es halt so einfach feiert, gerade so ein bisschen. So. Kriegt gerade so ein Ausraster nach dem anderen. Alles ist nicht nur sehr. Das könnte ich mal kurz abreagieren. Hier ist das reine Chaos. Leos, glaubst du, mit einer von den Einzigen, wird doch so ein bisschen rumchillt. Kannst du vielleicht? Danke. Genau, kündige deinen Job, such dir einen neuen Job, alles gut. Sie will sich eigentlich mit Leo anfreunden, voll süß. Ja, hol dir mal was zu essen. Ich krieg schon wieder einen emotionalen Ausbruch hier. Wir haben heute einen noch nicht abgeschlossen.
geschickten Liebesbrief von Leo an eine Lehrperson gefunden. Er ist nicht anzüglich, aber wir dachten, die Eltern sollten informiert sein. So. Baden wir das nächste Kind. Oh Gott, viele. Nein, Leo läuft weiter. Okay. Das ist nicht Baden, Fräulein. Ich verstehe gerade ihr Problem nicht. Wieso badet sie Alina nicht? Na, endlich. 20. Versuch. Sehr gut. Stand da gerade Durchfall wegen Panik. Seid ihr alle draußen? Was stimmt nicht mit euch? Ah, sie kann allein aufs Töpfchen gehen, sehr gut. Mal bitte aufhören, dieses Tablet hier damit einzustecken. Okay, wir Er will jetzt was. Was willst du? Sehr schön. Ich muss, glaube ich, diesen PC wieder verkaufen. Jeder Sim, der uns besucht, geht ja immer nur an den PC. Das ist so nervig.
Er ist inspiriert. Das finde ich sehr gut, weil danach kann er dann Formen malen, weil dann. So, du bist wieder wach. Hast du auch Hunger? Nicht so richtig. Okay. Wir lassen sie jetzt mal ein bisschen herumlaufen. Was war? Wieso wird sie älter? Es kam keine Meldung, dass sie. Bin verwirrt. Was war das? Level 5 der Kreativfähigkeit. Interessantes Bild. So, jetzt bringen wir mal sie ins Bett. Okay, wenn irgendwie hier gerade jeder macht, was er will. Hallo, solltest du nicht ins Bett gehen und schlafen? Eigentlich kannst du auch in ein echtes Bett gehen zum Schlafen. Kannst du mal bitte aufhören, deinen Jungen anzuschreien? Er hat gar nichts gemacht. Gar keinen Grund, ihn gerade anzubrüllen. Es tut mir schrecklich leid, aber du hast echt keinen Grund, ihn anzubrüllen.
So, wenn jetzt endlich mal alle schlafen, hoffe ich, dass sie alle frisch ausgeruht sind. Zumindest die Kinder werden es sein. Das sind aber auch schon die einzigsten. Kümmere dich mal kurz um deine Bedürfnisse. Dankeschön. Was willst du jetzt? Und da müssen wir unbedingt den Müll rausbringen. Okay, was haben wir gesch... wir haben noch mal... Aber das haben wir schon, das verkaufen wir. Das heißt, die Kind ist wach. Es hat Hunger. Natürlich hat es Hunger. Aber... An sich geht es den Kindern gut. Ich würde sagen, wir. Wieso steht da ein stinkender Teller? Machen an dieser Stelle wieder einen Cut und kümmern uns um das Chaos im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.